Eine Bedienung und ein Fahrgefühl auf PKW-Niveau. Steyr startet mit dem Terrus in eine neue Traktorengeneration. Landwirt Fahrbericht. Schon auf den ersten Blick fällt auf, der Unterschied ist groß. Die selbstreinigenden Trittstufen sind aus Aluminiumguss. Die Kabine ist leiser und heller, bietet mehr Rundumsicht und verleiht mehr Raumgefühl. Die Regelung der Klimaanlage wurde um einen Dämmerungs- und einen Sonnenstandsensor erweitert. Materialien aus Naturfaser oder auf Wunsch aus Leder, viele Chromeinfassungen und fein verstellbare Lüftungsschlitze verleihen dem Terrus nahezu PKW-Komfort. Positiv aufgefallen sind uns auch die zahlreichen praktischen Ablagemöglichkeiten. In Summe betrachtet ein Arbeitsplatz, auf dem man sich wohlfühlt. Der wohl bedeutendste Modernisierungsschritt ist das neue Bedienkonzept. Die Kernelemente sind das A-Säulen-Display, ein 12-Zoll-Touchscreen-Monitor und der neu gestaltete Multicontroller 3. Die gesamte Armlehne macht einen aufgeräumten Eindruck und gibt keine Rätsel auf. Der neue Monitor in Format 1200 entspricht in Design und Funktionalität einem robusten Tablet. Er lässt sich wischen, scrollen und kippen und mit dem Smartphone koppeln. Außerdem lassen sich bis zu 4 Kameras verbinden. Besonders interessant ist die ab Werk erhältliche kabellose Kamera mit einer Reichweite von 200 Metern. Die Funktionalität des Multicontrollers ist gleich geblieben, nur die Form hat sich verändert. Am Multicontroller, in der Armlehne und am Joystick finden sich viele frei belegbare Tasten, mit denen sich laut Hersteller bis zu 100 Funktionen individuell zuordnen und abspeichern lassen. Mit dem Kreuzhebel lassen sich bis zu 5 Hydrauliksteuergeräte bedienen. Neben dem Fahrtrichtungswechsel sind jetzt auch der Fahrbereichswechsel und ISOBUS-Funktionen integriert. Die Vernetzung mit dem Online-Portal mysteyr.com und das neue Telematiksystem S-Fleet zählen zu den weiteren Neuerungen. Über ein eingebautes eSIM-Modul ist der Terrus immer online. Die Bedienelemente auf den Heckkotflügeln wurden um die beiden Drehzahlspeicher erweitert. Für Notsituationen gibt es einen Abstellknopf. Die Hecksteuergeräte sind neu angeordnet und lassen sich zum leichteren Kuppeln entlasten. Das Kabinendach ist jetzt mit schwenkbaren Arbeitsscheinwerfern und einem Empfänger für Navigationssatellitensysteme versehen. Die neue Flaggschiff-Baureihe Terrus umfasst wie bisher 3 Modelle mit 250, 270 und 300 PS Nennleistung. Er ist in 2 Ausstattungsvarianten erhältlich, Evolution und Excellence. Daneben kann man sich seinen Terrus auch nach persönlichen Wünschen frei konfigurieren.